Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Chris Cab und Liar Liar. Heißt Lügner oder Lügnerin. Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 9b der Freien Schule Burgenland in Naumburg. Die Geschichte erzählen euch Jakob und Jamie. Wenn sie nachts ausgeht, sieht sie immer sehr heiß aus. Egal wie sie aussieht. Eines Tages hat sie mir das Herz gebrochen. Und ich erinnere mich noch heute an den Schmerz. Na, das klingt nicht gut. Und es wird nicht besser. Sie war immer hinter mir. Und ich hatte immer das Gefühl, sie wollte etwas von mir verstecken. Nun habe ich die Wahrheit herausgefunden. Es ist so krass, dass sie es niemals sagen würde. Was hat er denn herausgefunden? Es ist 11:45 und sie geht gerade dann, als sie dachte, ich würde schlafen. Ich konnte nicht fassen, was ich gesehen habe. Als sie Teil 3 war, habe ich sie erwischt. Ich habe sie eiskalt erwischt und dann habe ich ihr meine Meinung gesagt. Er hat ihr sicherlich die Meinung gesagt. Nur was sie Schlimmes getan hat, sagt er uns leider nicht. Was wir aber wissen, ist, dass sie nicht ehrlich war. Und jetzt will er andere Männer warnen. Lügnerin, Lügnerin. Sie ist heiß. Sie wartet nun um die Ecke. Wenn du es zulässt, wird sie dir wehtun. Okay, liebe Schüler. Was meint ihr? Um was geht es hier? Also ich denke, dass es in dem Lied um einen Mann geht, der einer Frau hinterher eifert, sozusagen, die aber halt sehr eigen ist und ihm halt sozusagen fremd geht und sie halt aber nicht so richtig weiß, dass er auf sie steht. Also ich glaube, es geht darum, dass die Frau ihn einfach nach Strich und Faden belogen hat und er jetzt alle anderen Männer vor ihr warnen will. Liar Liar, Klasse übersetzt von der Klasse 9b der Freien Schule Burgenland in Naumburg, ist jetzt für euch online in der Radio SAW Mediathek zum immer wieder anhören. Ihr habt auch Lust auf eine Englischstunde mit mir? Na dann, ab ins Netz, bewirbt euch auf radiosaw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf Radio SAW.